Zuerst die Kartoffeln waschen, dann die unreifen Stellen rausschneiden, beziehungsweise zureifen. Dann den Spargel schälen. Die Kartoffeln kochen. Der Spargel ist auch schon auf dem Herd. Jetzt kommen die Sauce Hollandaise in vegan. Und zwar brauche ich dafür diese Zutaten. Vegane Margarine, wie zum Beispiel die Alsan oder Dedede-Form, Salz, Muskat, Kurkuma, Pfeffer, Zitronensaft ein bisschen, kann auch frischer sein, und eine Hafer-, Reis- oder Soja-Cuisine, also eine vegane Sahne. Und zum Verdicken nehme ich Goa-Kernmehl. Kann man natürlich aber auch mit Mehl machen. Ich habe jetzt hier 190 Gramm Butter. Am besten sind so 250 Gramm, das reicht auf jeden Fall. Ich tue das jetzt in den Topf und lasse es erstmal schmelzen. So, da habe ich jetzt gerade schon Pfeffer rein. Jetzt kommt die Reis-Cuisine. Und zwar sind es 253 Gramm. Ein bisschen ist schon weg, also vielleicht so viel ist da. Also eine Packung kann man da schon nehmen. Macht einen guten Geschmack und macht das Ganze auch dicker. So, dann ist auf jeden Fall gut drin Kurkuma, ist auch sehr gesund und sorgt auch für die schöne gelbe Farbe. Muskatnuss dazu, aber auch nicht zu viel. Zitrone, ungefähr 3 Spritzer, je nach Belieben. Ich mag es gern zitroniger. Und das Salz noch dazu. Das Ganze dann erstmal rumrühren. Dick werden. Je nachdem, wie ihr das macht, ob ihr das mit Mehl macht oder ob ihr so wie ich Goa-Kernmehl habt oder Johannesbrotkernmehl. Ich finde halt das einfach. Du schüttest es rein und dann wird es ziemlich schnell von alleine dick. In den meisten Fällen ohne, dass es klumpig wird. Jetzt nochmal mit nach. Also mehr Gewürze sollten auf jeden Fall rein, als ich es jetzt habe, je nachdem, wie es einem schmeckt. Also ich habe die gerade probiert, die ist richtig, richtig lecker geworden. Ich kann dazu noch empfehlen, Schnittlauch dazu zu tun, am besten in frischer Form. Ich tue jetzt noch Petersilie dazu, weil ich keinen Schnittlauch habe. Einfach ein bisschen noch drüber, das macht auch optisch was her, gerade wenn man es dann auf einem servierten Teller hat. Das ist übrigens eingefroren von meiner Oma, das ist biologisch, also nicht irgendein Fertigdreck oder was. Ich glaube, das wird richtig, richtig lecker. Also die Soße schmeckt schon echt gut, die Kartoffeln sind durch, der Spargel ist durch. Jetzt kann es losgehen. Ich habe so Hunger und freue mich so aufs Essen. Ich brate mir jetzt hier gerade noch ein veganes Steaklet an von der Firma Meatlike. Habe ich noch nicht gehabt, bin ich mal gespannt, wie das schmeckt.